Hallo, ich bin der Semtex Wookie und ich spiele Hardcore Abschuss bestätigt. Ich spiele mit der Maverick, das ist eine Waffe aus dem Download, mit Thermal, Griff und Schalldämpfer. Eine ganz böse Kombination. Und besonders auf der Karte. Wenn man gespawnt wird auf dieser Karte, die Spawnpunkte sind leider so schlecht gemacht, so eng beieinander, wie oft habe ich schon gehabt, dass ich bei den Gegnern gespawnt werde, im Gegner, fast innen drin, überall, also das geht wirklich ganz schlecht. Und du dann schaust, wenn du gespawnt wirst, nicht kurz sitzen bleibst, hast du fast keine Chance, Punkte und Kills zu machen. Deswegen werde ich auf dieser Karte öfters an der gleichen Stelle sitzen bleiben. Ich spiele mit einem Astro Gaming Headset, so dass ich sie eigentlich ziemlich gut höre, sage ich jetzt mal. Und deswegen hältst du es auf einer Stelle eigentlich auch ziemlich gut aus. Jetzt schreien die Leute, ja, Camper. Ah, ist nicht so, aber auf der Karte geht es leider nicht anders. Die sitzen überall. Die machen das genauso. Und sobald du viel laufen würdest auf der Karte, hast du so gut wie verloren. Es explodiert alles, die sitzen überall, die bewachen den Tunnel, den Meteoritensplitter, ringsrum wird überall gelegen. Und ja, es gibt einfach zu viele Spieler, denen der Granatenwerfer oder der Noobwerfer ziemlich gut gefällt. Mit dem spielen die viel und das geht auf Hardcore leider gar nicht. Also das ist da das Schlimmste überhaupt. Das ist noch schlimmer wie ein bisschen gezieltes Campen, sodass du überlebst. Punkte in Abschlussserien machen kannst. Ja, was in MW3 der Taktikeinstieg war oder MW2 ist hier der Noobwerfer ein ganz großes Thema. Das also ist wirklich ein Streitthema. Wie ärgerlich ist es oder habt es ihr schon gehabt? Du spielst und hast eine gute Serie oder das Spiel geht los und wirst dann schon von Noobwerfern erledigt. Also da wirst du richtig gehasst, das Ding geht gar nicht. Und wenn du ein bisschen gezielt sitzen tust, hast du auch die Möglichkeit, mal ein paar Kills zu machen. Du sitzt ja nicht die ganze Zeit an dem Punkt. Es ist ja nicht so, dass du gezielt diesen Punkt verteidigst, wie die ganzen Glitches, was sie haben, wo sie überall sitzen, wo du gar nicht auf die Idee kommst, dass du da hinkommst und da sitzen sie nachher. Das finde ich viel schlimmer. Es funktioniert nicht lange, dass du auf dieser Stelle sitzen bleiben kannst, weil die kommen dann oben über den Steg, kommen sie, die werden hinter dir gespawnt. Irgendwann wissen sie es und schauen sie und dann ist es auch vorbei. Aber sobald du die Möglichkeit hast, aber so mache ich nur auf der Karte jetzt, solltest du das fast mitnehmen. Anders kriegst du Kills hier gar nicht. Ja. Er sieht dich nicht. Die wenigsten schauen da an den Ausgang hin. Außer sei, wenn sie von der Seite jetzt kommen. Und wenn sie zu zweit gespawnt werden in dem Tunnel, dann geht's auch nicht. Aber sonst ist das eine gute Position. Ja, die Karte ist leider nicht so. Deswegen muss man ein bisschen entschuldigen, dass ich oft rumsitze an einer Stelle. Es geht leider fast nicht anders. Ich habe Freunde in der Liste. Der eine davon ist der Taktlos Wookie. Ist gleich mein Bruder. Von den Wookies gibt es ganz viele. Und er sagt, er hasst die Karte wirklich. Also, weil wie gesagt, sie sitzen überall. Er sagt, er würde sogar Geld dafür bezahlen, dass er diese Karte nicht spielen muss. Und die nächste Karte ist Freefall, weil das einfach ganz schlimm ist. Er sagt, er würde Geld dafür bezahlen, dass er die nicht spielen muss. Er hasst die Karte abgrundtief. Der sagt, das ist die schlimmste Karte. Also da flippt er richtig aus. Da erlebt man auch die tollsten Kommentare, wenn man mit ihm spielt und kommt die Karte dran und das sind vielleicht Gegner im Team, die was so eine Spielart haben wie ich, sage ich jetzt mal. Auf der Karte laufe ich eigentlich nur gezielt, wenn Laufen überhaupt möglich ist. Wie ihr seht, du wirst
nur weggeschossen von überall, du hast fast keine Chance. Ja, und wenn dann so einer im Team ist, und mein Bruder ist mit dabei, dann ist das Gezeter, das Geschrei dann groß, da fließen fast Tränen. Ja, aber sonst, das ist wie gesagt nur bei den zwei Karten. Ich bin gespannt, was er sagt, wenn er das hört. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, soll er dazu stehen, so wie es ist, so ist es. Würde mich nicht wundern, als da ist er. Ich konnte gar nicht ausreden. Ich wollte gerade sagen, würde mich gar nicht wundern, wenn vielleicht der Noobwerfer kommt. Und da war er auch schon. Das Ding ist so fürchterlich. Nur noch schlimmer ist aus den vergangenen Teilen der Taktikeinstieg gewesen. Diese Boosterei. Aber der Taktikeinstieg ist fast genauso schlimm. Furchtbar. Jetzt ist das Spiel gleich rum. Das Ergebnis, glaube ich, wird sein 45-33, glaube ich. Mich würde interessieren, wenn ihr mir ein kleines Kommentar da lasst, mit was für Abschussserien spielt ihr bevorzugt und vielleicht warum, welche Waffen habt ihr. Und ja, schreibt mir ein paar Zeilen, würde mich freuen. Ist nicht zwingend notwendig, aber Interesse halber halt wäre nett. Und ja, viel Spaß beim Zocken noch. Haut rein, lasst es krachen, Gruß, euer Wookie.